Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Kiez Romantik Bundle von BHZ. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Kiez Romantik von BHZ, das Ganze am 29. Mai erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das dritte Album von BHZ. Wir haben hier mal wieder ein Bundle. Etwas überraschend, denn wie wir sehen können, ist hier eine Box dabei. Allerdings wurde das Ganze tatsächlich als Bundle verkauft. Und ich war jetzt dann doch etwas überrascht, als ich hier diese silberne Metallbox in diesem Bundle hier vorgefunden habe. Aber ja, freue ich mich natürlich dann umso mehr. Gut, wir haben hier ein Bundle bestehend aus dieser Metallbox. Dann haben wir hier noch ein Magazin, ein Fotobuch, ein Fotomagazin, ein Poster und eben diese Box, in der sich auch noch zahlreiche Inhalte befinden. Und zwar, schauen wir mal rein, haben wir hier in dieser Box ein Shirt, Sticker, zwei Stück an der Zahl. Und dann haben wir hier auch noch das Album an sich. Ja, die Box kommt hier in einem klassischen Silber, so Metallic, innen wie außen. Der Deckel ganz einfach hier abnehmbar und ansonsten rundum hier komplett in Silber gehalten und auch auf der Unterseite. Das Einzige, was hier wirklich nicht in Silber ist, ist dieser weiße BHZ-Schriftzug hier, der ist hier aufgedruckt worden. Gut. Genug zu dieser Box, packen wir mal zur Seite und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. Ist auch der einzige Inhalt hier in diesem Bundle, der in Folie kommt. Kleine Info noch zu diesem Bundle, es gab dieses Bundle zu bestellen in drei verschiedenen Varianten. Und zwar gab es einmal das Bundle mit einem Tourticket, bedeutet statt dem Shirt konnte man das Tourticket als Bundle-Inhalt wählen. Oder aber es gab noch ein drittes Bundle mit allem. Also dann hatte man sowohl das Shirt, was ihr jetzt bei mir sehen könnt, als auch das Tourticket dabei. Ich habe mich in diesem Fall für das Shirt-Bundle entschieden, bedeutet Tourticket ist bei meinem Bundle nicht dabei. Das Bundle mit dem Tourticket kostet natürlich auch etwas mehr Geld. Gut, genug zu den Bundles. Wir werden mal die Folie abmachen. Und dann schauen wir uns mal das Album an. So. Gut, wir haben hier das Album Kiez Romantik, kommt hier in einem weißen Digipack. Wir haben hier auf dem Cover einen Häuserblock, den wir hier so in ja, mehr oder weniger zwei Ebenen sehen. Einmal oben, einmal unten, mehr oder weniger gespiegelt. Und je nachdem, wie man dann möchte, kann man hier dann diesen Häuserblock sich ansehen. Auf der Seite haben wir nichts weiter, komplett in weiß. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier 14 Tracks an der Zahl. Features oder Fremdbeiträge sind hier nicht vermerkt. Meines Wissens sind wirklich alle 14 Tracks hausintern, also von BHZ ohne irgendwelche Gäste. Dann hier nochmal BHZ. Wir haben keinen Barcode, denn dieses Album gab es wirklich nur über den eigenen Webshop zu kaufen von BHZ und nicht irgendwo regulär im Handel. Deswegen hier die Rückseite etwas weniger zu sehen, also rein so von Logos, Labels, Barcode und so weiter. Hier gibt es nochmal den Häuserblock. Was haben wir hier? Special Thanks. Also das sind so die Leute, denen hier gedankt wird. Spannenderweise Chill und Abdi hier auch mit dabei. Okay. Auf der rechten Seite nochmal der Häuserblock, beziehungsweise der andere Häuserblock. Booklet haben wir keins dabei. Schade. Dann schauen wir uns mal die CD an. Die ist recht klassisch gehalten. Einfach in schwarz hier mit dem weißen BHZ-Schriftzug. Und ebenso hier hinten auch nochmal BHZ zu lesen. Gut, dann packen wir das Ganze mal wieder zusammen. Kommen zu den nächsten Bundle-Inhalten. Den beiden Stickern. Einmal hier das Cover quadratisch.
und einmal hier mit den Bananen. Passend zum Gruppennamen Banana Haze haben wir hier zwei Bananen mit dabei. Dann haben wir ein Poster. Das so aussieht. Wir haben hier auf der einen Seite so Eindrücke von Live-Auftritten. Also hier die Jungs von BHZ während Live-Action auf der Bühne hier fotografiert. In der Mitte dann groß wieder der weiße BHZ-Schriftzug. Und auf der Rückseite haben wir das Albumcover. Also hier wieder die Häuserblocks mit dem Kiezromantik-Schriftzug. Bedeutet Poster beidseitig bedruckt. Beide Male im Hochformat. So, dann packen wir das Ganze wieder zusammen. Poster ist von der Größe übrigens A2. Dann kommen wir zum nächsten Inhalt. Und zwar haben wir hier ein Shirt mit dabei. Dieses Shirt ist, wie wir sehen können, in Weiß. Hier im Brustbereich mittig dann BHZ zu lesen in so einer ja, Schrift sieht so aus, als wäre das so in einer Linie durchgeführt worden, von diesem Punkt zu diesem Punkt. Auf der Rückseite haben wir einen großen Aufdruck, also einen Backprint. Hier haben wir auch nochmal so einen mehr oder weniger Häuserblock und das sieht ein bisschen so aus wie so ein Kirchturm. Also so der Kiez. Und auch dieser hier wieder in diesem Design, also als hätte man wirklich so an einem Punkt begonnen. Und dann eine Linie konsequent hier bis zum Ende durchgezogen. Sowas sieht man auch selten. Also wenn das wirklich so gemacht wurde, Respekt an den Urheber. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Wir haben hier eingedruckt bzw. aufgedruckt. BHZ Kiezromantik Made in Germany. Grüße gehen raus. 100% Baumwolle und Größe S. Ja, es gab dieses Shirt in diversen Größen. Ich glaube von S bis XL, XXL war da alles dabei. Ich nehme mir normalerweise immer M. Allerdings zum Zeitpunkt meiner Bestellung war irgendwie M meines Wissens nicht verfügbar. Weswegen ich dann auf S ausgewichen bin. Ich glaube L war auch nicht verfügbar. Deswegen zwangsweise S genommen. Jetzt spannenderweise ist sowohl M als auch L irgendwie wieder verfügbar. Ja, habe ich wohl zu früh bestellt oder zu spät, wie auch immer. Aber ja, nachdem das doch eher recht groß aussieht, denke ich auch, dass es so halbwegs passen dürfte. Und wir kommen zum letzten Bundle-Inhalt. Und zwar haben wir hier so ein Fotoheftchen, ein Magazin. Wir sehen hier auf dem Cover diverse Spritzpistolen. Die liegen hier bereit, 3 Stück an der Zahl. Sieht so nach Backstage aus. Hier haben wir auch eine Flasche Pfeffi und jede Menge Plastikbecher. Access All Areas. So, was lesen wir noch? BHZ, alle Fotos von Akutfoto und das editoriale Design von D60, Patrick Duduayi. Okay, so, dann schauen wir mal rein. Ich glaube, es ist tatsächlich ein reines Fotoheft. Also wir haben hier, bis auf so ein paar Sätze oder Überschriften, haben wir hier wirklich gar keinen Text. Also das ist so das Tourleben, sieht mir so aus nach einem Hotelflur. Ja, hier wartet wohl der Tourbus, so sieht es da drin aus, im Tourbus. Jede Menge Schlappen, Sportschuhe und Plastikflaschen. Und das zieht sich jetzt so durch. Also wir haben hier so Eindrücke der letzten Tour, und zwar der BHZ Tour 2019. Bedeutet, dieses Buch ist ein ja, Making-of, Behind-the-Scenes, wie auch immer. Man kann hier sehen, wie die Jungs auf Tour sind. Beziehungsweise was sich so vor und nach den einzelnen Auftritten so abgespielt hat. Und hat hier ohne Ende Fotos, die diesen Touralltag hier begleiten. Ja, schönes Ding. Ich blätter jetzt mal hier noch ein bisschen durch. Gut, und so endet das Ganze dann. Also jede Menge Fotos in diesem Fotoheftchen, in diesem Magazin. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in diesem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Magazin, dieses Fotoheftchen. Dann haben wir das Shirt, wie gesagt, Größe war frei wählbar. Das Poster, beidseitig bedruckt im Hochformat, Größe A2. Die beiden Sticker, beide quadratisch.
Das Album an sich, Kiez Romantik im Digipack mit insgesamt 14 Tracks. Und natürlich für ein Bundle sehr ungewöhnlich, diese wunderschöne Metallbox. Die ist auch dabei. Ja, das alles in diesem wunderbaren Bundle. Kiez Romantik von BHZ. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr BHZ unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.